Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Stoßdämpfer exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die hinteren Stoßdämpfer an deinem Wagen zu wechseln, musst du den hinteren Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den hinteren Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Entferne zuerst die hintere Radabdeckung. Das erleichtert dir den Zugang zu den oberen Halteschrauben des Stoßdämpfers. Nimm dir dafür einen Flachschraubenzieher oder eine kleine Gabel und einen 20er Torx-Schlüssel zur Hand. Entferne dann den Stoßdämpfer. Du kannst nun die hinteren Stoßdämpfer deines Wagens sehen. Entlaste den Querlenker mit einem Wagenheber, damit du beim Aufschrauben das Schraubengewinde nicht forcieren musst. Löse dann die untere Schraube des Stoßdämpfers mit einem Steckschlüssel und einem weiblichen E16 Torx-Einsatz. Beende das Abschrauben von Hand und entferne die Schraube. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 16 mm Einsatz die obere Halteschraube und entferne sie. Entferne den Wagenheber. Du kannst den Stoßdämpfer entfernen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir den neuen Stoßdämpfer zur Hand. Der Zylinder muss mehrmals gepumpt werden, um das System zu entlüften. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Bringe den unteren Teil des Stoßdämpfers an. Tipp: Richte das Loch im Stoßdämpfersockel mit einem Schraubenzieher auf das Schraubenloch aus. Setze die untere Befestigungsschraube ein und ziehe sie fest. Schraube ihn schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Setze den oberen Teil des Stoßdämpfers an und schraube sie dann wieder an. Schraube ihn schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Du kannst nun den Wagenheber entfernen. Bringe den Kotflügel wieder an und passe dabei auf, dass du alle Klemmen und Schrauben wieder anbringst. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Like das Video
und abonniere dich. Das war wirklich cool.